Dann schauen wir und hören uns mal ganz genau an, wie das Christian Lindner uns erzählt. Die FDP ist natürlich enttäuscht. Wir wären gerne auch im Landtag des Saarlandes vertreten gewesen. Oliver Luksic hat die FDP an der Saar vor einigen Jahren in einer außerordentlich schwierigen Ausgangslage übernommen, hat die Führung dort übernommen und die Partei politisch und personell organisatorisch neu aufgestellt. Die FDP kam dort im wirklich wortwörtlichen Sinne aus dem Nichts. Sie wissen, wir sind aus dem Landtag 2011 herausgefallen, auch in einer sehr schwierigen landespolitischen Situation. 2013 dann das Ausscheiden aus dem Bundestag. Er und sein Team mussten komplett im Ehrenamt neben dem Beruf, also diese Partei dort konsolidieren, aufbauen, zusammenführen, zunächst einmal in einer auch personell sehr zerstrittenen Situation. Wir haben als Bundespartei allergrößten Respekt vor dieser Führungsleistung von Oliver und seinem Team. Deshalb hätten wir uns sehr gewünscht, dass sie auch belohnt wird durch den Einzug in den Landtag. Die landespolitische Situation dort war nun und ist nun so, dass es keine echte, ambitionierte, vorwärtsgerichtete Kraft im Landtag gab und gibt. Diese Lücke haben wir für uns sehen wollen, mit einer auch sehr optimistischen Kampagne, die ihr geführt habt, auch sehr progressiven Themen. Absehbar war in den vergangenen Wochen allerdings, dass die aufkommende Koalitionsdebatte über Rot-Rot der FDP Substanz genommen hat. Viele, die erwogen haben, die Freien Demokraten zu unterstützen, haben natürlich in dieser Ausgangslage, wo auch schon seit mehreren Wochen unklar war, ob die FDP den Sprung schafft, entschieden, lieber auf Nummer sicher zu gehen und die CDU zu wählen, auch unter Zurückstellung von Bedenken. Man hat das auch offen gesagt, ja, also fänden gut, wenn, aber in dieser Situation muss alles getan werden, um eine Regierungsbeteiligung der Lafontaine-Partei zu verhindern. So ist das eben nun dort gewesen. Für die Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind die Auswirkungen natürlich gering. Klar ist der Schulz-Effekt, auf den die SPD in Düsseldorf und Kiel setzt, der hat sich nicht übertragen vom Funktionärskörper der SPD auf die Wählerinnen und Wähler. Aber ansonsten sind die Auswirkungen begrenzt. Denn was die FDP nun betrifft, wir sind in beiden Parlamenten, in Kiel und in Düsseldorf, ja mit starken Fraktionen vertreten, dementsprechend auch in der Öffentlichkeit, haben Organisationsstärke dort. Wir haben dieses Problem, an der Abrisskante zu sein und damit auch taktische Wähler zu verlieren. Das haben wir in beiden Ländern nicht, sodass wir gerne gestern ein politisches Wunder an der Saar erlebt hätten, hätten es euch auch wirklich sehr gegönnt. Aber wir haben in Kiel und Düsseldorf eben die Kraft, auch die drittstärkste Partei zu werden, auch in einem veränderten politischen Umfeld, wie wir das jetzt haben. Also dort sind wir weniger angewiesen auf solche taktischen Gelegenheiten. Wir werden unser politisches Programm für dieses Frühjahr, also unabhängig von dieser Saarlandwahl, weiter so fortsetzen mit dem Bundesparteitag und dem Beschluss des Wahlprogramms, dann die Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, mit denen wir die Grundlage legen wollen für unseren Wahlerfolg, unser Comeback im Bund. Die Perspektive große Koalition, wie wir sie jetzt im Saarland wieder haben, ist für uns eher eine Bestärkung, unterstützt auch all diejenigen, die einen politischen Wechsel möglich machen wollen und nicht nur diese lethargische Blockade der Demokratie fortsetzen wünschen. Ja, Olli, willst du vielleicht ergänzen aus der saarländischen Perspektive, bitte, wenn ich das so einfach weiterreichen darf. Bitte schön. Ja, schönen guten Morgen. Ja, wir haben natürlich unser Wahlziel klar verfehlt. Die Ausgangslage war für alle kleinen Parteien nicht einfach, weil ein Stück weit zerrieben wurden von drei großen Parteien. Es am Ende um die Frage Große Koalition oder Frau Kramp-Karrenbauer oder Rot-Rot ging. Frau Kramp-Karrenbauer hat im Saarland hervorragende Zustimmungswerte. Ich gratuliere ihr auch zum Wahlsieg. Sie hat ein fulminantes Ergebnis erreicht und ja, ihre Zustimmungswerte von 80% machen es dann auch der FDP vor Ort nicht einfach. Wir hatten natürlich am Schluss auch mit der Umfragesituation zu kämpfen, weil das Argument der verlorenen Stimme ein Stück weit da natürlich auch wieder leider Gewicht bekommen hat.
Es wäre, glaube ich, auch noch ein, es war die Frage, gibt es einen Last-Minute-Swing in die eine oder in die andere Richtung? Er ging jetzt leider in die andere Richtung. Wir haben im Wahlkampf versucht, über die Themen weltbeste Bildung und starke Wirtschaft zu punkten. Wir hatten einen sehr breiten Unterstützerkreis aus der Mitte der Gesellschaft, 500 Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft, ranghohe Persönlichkeiten aus der saarländischen Wirtschaft, die uns unterstützt haben. Also insofern hat sich da was geändert. Die Leute bekennen sich wieder zur FDP. Das war vor 5 Jahren im Saarland nicht der Fall. Aber es ist uns nicht gelungen, mit Themen durchzudringen. Das Saarland ist ja wie eine große Kommunalwahl. Ministerpräsidentin ist wie eine Oberbürgermeisterin, die mit jedem Bürger x-fach im Kontakt steht. Und am Schluss ging es dann um die Frage, wer drankommt. Und wenn man dann da keine Funktion in der ganzen Geschichte hat, wird es eben ein Stück weit schwieriger. Ähnlich ist es ja am Ende des Tages dann auch den Grünen gegangen. Als Staatsbürger bin ich sehr besorgt, weil es wird jetzt eine große Koalition geben ohne parlamentarische Kontrolle. Oskar Lafontaine wird mit Sicherheit nicht 5 Jahre Oppositionsführer im Landtag bleiben. Und wer im Saarland sich die politische Landschaft anschaut, der wird sehen, dass es da keine großartige politische Kontrolle im Parlament und eine Parlamentsarbeit geben wird. Also insofern ist das, glaube ich, für die politische Kultur auch im Großen und Ganzen kein gutes Ergebnis. Vielen Dank bis hierher. Wir sind bei Fragen. Es geht los mit Herrn Grüneberg. Herr Lindner, Sie haben gesagt, dass sich die Situation im Saarland nicht vergleichen lässt mit Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Aber mit dem Bund ja vielleicht schon, denn da läuft es jetzt auch auf so ein Duell SPD-Union raus, Merkel gegen Schulz. Und für die FDP interessiert man sich zurzeit schlicht wieder mal nicht. Sehen Sie da nicht eine große Gefahr für Ihre Partei? Nein. Warum? Weil wir ja noch die Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen davor haben. Und dann erst wird das Terrain klar sein, auf dem wir bei der Bundestagswahl kämpfen. Wir haben in beiden Wahlen die Chance, dritte Kraft und zweistellig zu werden. Und dann ist es eine ganz andere taktische Lage vor der Bundestagswahl. Herr Remme? Aber ich will noch mal in die gleiche Richtung, Herr Lindner. Sie haben ja eben das Kalkül der Wähler im Saarland beschrieben. Und wenn ich das zwischen den Zeilen richtig rausgehört habe, haben Sie sogar Verständnis dafür gehabt, dass es verlorene Stimmen hätten geben können und deswegen lieber die Nummer sicher. Warum stellt sich dieses Kalkül beim Bund nicht? Weil wir eine wesentlich stärkere Ausgangslage bundesweit haben als im Saarland und weil wir ja nach den Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen erst die bundespolitische Gemengelage kennen und dann wird das Rating der FDP für die Bundestagswahl ein ganz anderes sein als jetzt vor der Wahl im Saarland. Zusatz, gibt es denn inhaltliche Überlegungen, mit denen man dieses Kalkül verändern kann? Denn Sie können jetzt nicht ausschließen, dass der Wähler im Sommer mit der Situation konfrontiert ist, dass er sich überlegen muss, schaffen die 5% oder schaffen sie nicht? Nein, Herr Remme, damit werden die Leute nicht konfrontiert sein, weil wir in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sehr gute Ergebnisse erzielen werden. Also ich kann Ihnen nichts anderes sagen und ich kann einfach nur vor Sie mit der heiteren Gelassenheit treten, dass wir uns unserer Sache ziemlich sicher sind und dass wir auch ein Programm haben, wo wir jetzt keine Notwendigkeit sehen, sowohl hinsichtlich seiner Vermittlung als auch seiner inhaltlichen Schwerpunkte irgendetwas zu korrigieren. Wir gehen ganz planvoll vor, so wie wir das schon ab dem Jahr 2013/14 uns vorgenommen haben und bislang haben wir alle notwendigen Etappen so genommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Man wünscht sich bei dieser oder bei jener Wahl dann mehr. Aber das, was erreicht werden musste, haben wir jeweils erreicht. Wir kennen uns lange genug und Sie wissen, wie unsere Planung war. Im Saarland hätten wir uns jetzt mehr gewünscht. Aber mit dem nicht erfolgten Einzug in den Landtag des Saarlandes ist unsere Strategie nicht relativiert. Sondern es wäre schön gewesen, wenn... Aber wir wussten, die Ausgangslage ist hier besonders schwierig für uns. Darf ich noch einen Zusatz bitte? Wenn wir dann wenigstens die Schritte bis Ende Januar zurückgehen, da haben wir natürlich in den vergangenen Wochen eine Bewegung in der Parteienlandschaft, die nun wirklich so stark ist wie selten in dem letzten Jahr. Ja. Auch keine Notwendigkeit für eine Reaktion darauf? Nein, ganz im Gegenteil, Herr Remme. Die meinen den sogenannten Schulz-Effekt und die andere Themenagenda, die sich daraus ergibt. Im Gegenteil. Das macht für uns die Sache noch leichter. Wir merken das bei unseren extrem dynamisch steigenden Mitgliederzahlen bundesweit. Dadurch, dass Martin Schulz Themen von Gerechtigkeit, Wohlstand, wirtschaftlicher Entwicklung wieder auf die Tagesordnung setzt
und er zurück möchte hinter die Agenda 2010. Er hat ja das politische Profil eines François Hollande in seiner Programmatik. Und die CDU dazu nicht sagt, wird unser Profil German Mood, Erwirtschaften des Wohlstands, Digitalisierung als Chance nutzen, mehr Flexibilisierung statt Bürokratismus, Entlastung bei Steuern und Sozialabgaben in der Mitte der Gesellschaft, Bildungsinvestitionen statt sozialpolitischer Reparaturausgaben. Dieses Profil wird dadurch, dass Herr Schulz jetzt eine andere Agenda in die Debatte gebracht hat, wird ja umso notwendiger. Also insofern dieser sogenannte Schulz-Effekt, den spüren wir anhand jetzt dieser wichtigen Indikatoren von Veranstaltungsbesuchen, Mitgliederzahlen, den spüren wir auch. Übrigens auch bei den Umfragen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen merken wir das auch. Sowohl die Öffentlich-Rechtlichen als auch die Umfragen von Tageszeitungen sehen die FDP dort ja gestärkt in den letzten Wochen. Herr Steiner. Ja, vielleicht kann Herr Luksic das Ganze etwas konkreter machen für mich, damit ich diesen Schulz-Effekt auch bei der FDP verstehen kann. Wie viele Mitglieder haben Sie denn in der an der Saar dazu gewonnen in den vergangenen Wochen? Wie viele davon führen Sie darauf zurück? Und Sie haben gerade von den 500 Prominenten gesprochen, die Sie unterstützt hätten oder Akteuren aus der saarländischen Gesellschaft. Jetzt sind es nur 17.000 und ein paar zerquetschte Stimmen gewesen, die Sie bekommen haben. Das spricht jetzt ja nicht unbedingt für einen wahnsinnig hohen Effekt davon. Also wir haben im Saarland die Zahl der absoluten Stimmen verdreifacht. Die Wahlbeteiligung ist nach oben gegangen. Und wie gesagt, wir haben am Schluss, gab es auch einen Last-Minute-Zwing in die andere Richtung leider. Aber wie gesagt, im Vergleich zu vor fünf Jahren, es ist ein Novum, dass sich auch bekannte Unternehmer, mehrere Vizepräsidenten der IHK zur FDP bekennen. Wohl wissen, dass die FDP eine geringe Chance hat. Das sind ja auch Persönlichkeiten, die im engen Kontakt mit der Landesregierung stehen. Insofern ist das schon, war das im Saarland schon eine Nachricht. Wir haben auch im Saarland, wir haben knapp 1040 Mitglieder. Wir haben auch im Saarland seit Beginn des Jahres über knapp 40 neue Mitglieder, so viel wie im gesamten letzten Jahr. Also auch bei uns sind Leute hinzugekommen. Wir haben auch eine Reihe an junger, motivierter Menschen. Das gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Aber es ist natürlich so, dass die Substanz im Saarland, wenn ich es vergleiche mit anderen Bundesländern, können natürlich besser sein an der Basis. Das muss man natürlich dazu sagen. Es gibt bei uns schon einzelne Landkreise, da war wenig los. Also das ist natürlich schon so, dass die Struktur der Partei im Saarland nicht die beste ist. Aber auch bei uns, die Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Die Leute kommen wieder, sie haben wieder Interesse, sie haben zugehört. Nur dieses Mal haben dann nicht alle, die zugehört haben und eigentlich uns wählen wollten, uns gewählt. Weil ja, das Argument der verlorenen Stimme und B, die fehlende Funktion hat es allen drei kleineren Parteien ein Stück weit schwieriger gemacht. Also insofern, auch bei uns sind einige hinzugekommen. Das stimmt uns positiv. Trotz steigender Wahlbeteiligung haben wir zugelegt. Aber klar, wir haben natürlich unser Wahlziel klar verfehlt. Und der ein oder andere, der uns sicher zugesagt hat, uns zu wählen, wird es im Geheimen auch nicht gemacht haben. Herr Jung, bitte. Herr Luksic, es gab ja gestern einen Rechtsruck im Saarland. Die CDU hat gewonnen, die AfD ist ins Parlament gekommen, die Linken haben verloren, die SPD hat verloren, die Grünen sind rausgeflogen. Warum hat die FDP, die ja sonst von Rechtsrücken profitiert, diesmal nicht profitiert? Und warum stellen Sie Ihr Amt nicht zur Verfügung? Also ich weiß nicht, ob es einen Rechtsruck gegeben hat. Das kann ich so nicht sehen. Ich glaube, die CDU hat ja im Saarland einen eher sozialdemokratischen Kurs und hat mit Sicherheit sowohl von Grünen, von FDP als auch von SPD Stimmen gewonnen. Davon gehe ich aus. Das höre ich auch von den Grünen, dass die eigentlich schon überall Stimmen gewonnen haben, auch von den Nichtwählern massiv akquiriert haben. Wir sehen das eigentlich oder deuten das auch eher so wie die saarländischen Journalisten als Persönlichkeitswahl. Es ging am Ende um die Frage, wer soll regieren? Und da hat Frau Kramp-Karrenbauer einfach sehr gute Werte. Und deswegen glaube ich nicht, dass es da einen Rechtsdruck gibt. Frau Kramp-Karrenbauer hat jetzt auch keinen besonders rechts ausgeprägten Kurs. Also insofern würde ich das anders interpretieren, das Ergebnis. Die andere Frage war, warum Sie Ihr Amt nicht zur Verfügung stellen. Und Herr Lindner, warum gibt es eigentlich keinen Lindner-Effekt? Ja, also wir diskutieren in den Parteigremien, wie wir das Ergebnis heute Abend zu werten haben. Wenn das der Wunsch der Partei ist, stelle ich auch mein Amt zur Verfügung. Aber der Großteil der Partei war mit meiner Wahlkampfführung sehr zufrieden und einverstanden und ist auch froh, dass ich in einer schwierigen Zeit das Amt übernommen habe und die FDP mit aufgebaut habe, als es keiner machen wollte. Insofern werden wir das heute Abend weiter diskutieren. Und wie gesagt, also auch die Veranstaltungen von Christian Lindner waren hervorragend besucht, auch im Saarland. Nur wie gesagt, dieses Mal wurden wir leider deswegen noch nicht gewählt. Also ich
kann Oliver Luksic nur bitten, jede Frage, ob er sein Amt zur Verfügung stellen möchte, mit Nein zu beantworten. Denn auch wenn der Anlauf jetzt nicht gereicht hat für den Sprung in den Landtag, die Partei in der Weise konsolidiert zu haben, wie er das getan hat, mit einem Zugewinn bei den Stimmen, organisatorischer Festigkeit, einem klaren politischen Kurs, das zeigt, dass er sein Geschäft versteht. Und wissen Sie, Herr Jung, wenn eine FDP in dieser schwierigen Lage keiner Versuchung nachgibt, nach rechts zu blinken, und wenn die FDP in solch aufgeregten Zeiten auch über Jahre keiner Versuchung nachgibt, gefällig zu werden und genauso sozialdemokratische Politik zu vertreten, sondern ihre klassischen liberalen Kernwerte nach vorne stellt, dann ist das ein Zeichen von charakterlicher Stärke, wie Oliver Luksic sie bewiesen hat. Lindner-Effekt gibt es, denn dass es die FDP im Jahr 2017 überhaupt noch gibt, mit einer echten Comeback-Chance auf Deutschen Bundestag, das hätte im Herbst 2013 ja wohl kaum jemand gedacht, auch Sie nicht. Herr Lose. Nachdem jetzt von dem im Saarland fehlenden Funktionseffekt die Rede war, Herr Lindner, wie sind denn die Funktionseffekte der FDP bei den beiden bevorstehenden Landtagswahlen und auch bei der Bundestagswahl? Das heißt, welche Perspektive könnte ein Wähler zum Grund nehmen, die FDP mitzuwählen, weil sie danach mitregiert? Die FDP hatte im Saarland nicht nur kein Funktionsargument, sondern alle Funktionsargumente sprachen gegen die FDP. Das ist ein Unterschied. Denn aus der taktischen Betrachtung heraus war die Wahl der FDP für viele eben nicht rational. Die Stimme könnte möglicherweise nicht eingehen in die Zusammensetzung des Landtags. Und deshalb haben viele gesagt, okay, jetzt müssen wir in dieser schwierigen Lage eine sozialdemokratische CDU stärken. Das wird sich in der Weise eben nicht wiederholen, weil wir eine andere Ausgangsbasis haben. Die FDP wird nicht mit taktischen Funktionsargumenten für sich werben bei den drei Wahlen dieses Jahres, sondern das Funktionsargument, das wir in den Vordergrund stellen, ist Politik für Marktwirtschaft, Rechtsstaat, liberale Gesellschaftspolitik und ein geeintes Europa zu machen. Das ist das Funktionsargument. Und dieses politische Profil gibt es ohne FDP in den Parlamenten ebenso nicht. Das stellen wir nach vorne.